Die Saison lief für den BVB und Trainer Jürgen Klopp alles andere als optimal und deshalb ist vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen die Bayern die Anspannung bei Borussia Dortmund gewaltig. Nach einer verkorksten Bundesliga-Hinrunde hat der BVB keine Chance mehr, sich für die Champions League zu qualifizieren. Auch die Qualifikation für die Europa League ist nicht sehr wahrscheinlich. Und so bietet der DFB-Pokal noch die beste Chance, diese Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Und dementsprechend ist das ein Finale. Und diese Intensität, da wird man nicht dran vorbei diskutieren können. Ich glaube, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Das wird um alles gehen. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir wissen und auch uns daran erinnern, dass wir in allen Phasen in den letzten Duellen, in denen wir unseren Plan mutig durchgezogen haben, wir immer unangenehm waren für den Gegner, sehr unangenehm. Natürlich hofft Klopp, dass auch gegen den frisch gekürten Meister aus München dieser Plan aufgeht. Doch dass die Bayern kein einfacher Gegner werden, das ist dem BVB-Trainer natürlich klar. Das ist die Hürde, die wir zu nehmen haben, um überhaupt erstmal ins Finale zu kommen. Und das ist ja schwer genug, wie wir alle wissen, dass weil es grundsätzlich im Fußball schwer ist, aber weil Bayern München natürlich auch über eine außergewöhnliche Mannschaft verfügt. Das kommt ja alles zusammen. Und was Klopp natürlich auch weiß, der BVB muss auswärts in der Allianz Arena antreten. Und das macht die Sache sicher nicht einfacher.